Moin moin liebe Leute, hier ist der Stefan. Ich hatte ja gestern schon angekündigt, also erstmal hoffe ich, dass es euch gut geht. Ich hatte ja gestern schon angekündigt, dass ich mal Lust hätte, was Spannendes zu machen. Und zwar ein bisschen auf geschichtliche Spurensuche zu gehen. Und da gibt es die Möglichkeit, zum Beispiel sich einmal anzuschauen, was es in der Nähe von Berlin gibt. Und heute kam ich auf eine interessante Idee, und zwar der Flughafen Glado oder Gato, das heute ein Flughafenmuseum oder Luftfahrtmuseum ist, befindet sich hier auf der westlichen Seite von der Havel. Jedenfalls vermute ich, dass das das Gelände vom alten Flughafen ist. Das ist insofern sehr interessant, da kann ich später nochmal was zu sagen. Südwestlich vom Olympiastadion, an der Havel gelegen hier. Und das könnten wir uns jetzt mal schön zusammen anschauen, wenn ihr Lust habt. Und wir starten in Berlin-Schönefeld, fliegen da kurz rüber. Das sieht aus wie 10 Minuten vielleicht. Und dann fliegen wir nachher wieder zurück und können ja in Tegel landen, hier oben dann. Oder in Tempelhof, auch ganz spannend. Das ist hier das Flughafengelände. Kann man die Mauszeiger überhaupt sehen? Ja, man kann ihn sehen. Okay. Genau. Und es gibt noch was Neues. Ich habe mir gestern den Flightstick gekauft. Kann man den sehen? Ich bin ja bisher immer mit dem Controller geflogen. Und das ist auch okay. Aber gerade bei Landung, wo es wirklich echt so auf Millimeter ankommt, dass man dann doch nicht zu doll auf den Boden knallt, habe ich gemerkt, ist das nicht ganz so perfekt. Wir fliegen mit der Adglay Optica. Das ist, wenn du so willst, das richtige Flugzeug dafür, weil das ist so eine Art Spionageflugzeug. Gibt es dann halt schön. Oh, wir nehmen mal die hier, die ist noch ein bisschen geiler, ein bisschen Tarnfarben. Ja, und B ist, glaube ich, hier gewesen, oder? Ansonsten nehme ich doch nur den Controller. Ich habe den schon noch mit angeschlossen. Wir machen mal klare Sicht, damit wir alles schön sehen. Na, Clear Skies, perfekt. B. Und der heißt Velocity One, ist jetzt gerade relativ neu raus, wenn ich das jetzt richtig weiß. Den gibt es seit ein paar Wochen erst, glaube ich, den Flightstick. Und ich habe den gestern schon mal ausprobiert. Also du hast alles dran, du hast Schub dran, du hast Flaps dran, Autopilot, du kannst hier super viel einstellen. Und ich bin gestern mal eine Runde gedreht. Weiß gar nicht mehr wo, gestartet, gelandet, und das war beide Male total super. Also probiere ich den jetzt gleich nochmal aus. Ich bin ja eigentlich ein bisschen Linkshänder, ich möchte den eigentlich mit der linken Hand in die Hand nehmen, geht aber nicht. Ich muss den mit der rechten Hand nehmen. Echo Alpha Tango ready at runway 25 left west departure. Oh krass, die Stimmen sind neu. Oh, witzig, okay. Also ich schiebe erstmal Schub rein. Es geht los, pass auf. Bremse lösen. Oh. Ich sehe, der Spielsound ist zu laut. Und ich ziehe mal hoch. Sehr gut. Oh, das fühlt sich gut an. Ich würde ein bisschen weniger Gas geben. Jetzt sehen wir nach rechts. Oh! Voll gut. Ich weiß jetzt nicht, wie man trimmt. Das hätte ich mir vielleicht vorher angucken sollen. Also was ziemlich cool ist, ist die Taste für die Sicht. Dass du hier eigentlich nach rechts, nach links. Co-Pilot. Berlin Tower Hotel Echo Alpha Tango continue for west departure. Okay, wir müssen noch ein klein wenig. Seitenruder geht auch sogar. Das ist ziemlich cool. Müsste man fast eine zweite Kamera aufbauen. So, jetzt gab es hier auch einen Autopilot. Den würde ich jetzt mal schnell aktivieren. Nach Mode. Mal überlegen, wie Autopilot an war. Äh,
1000 Fuß ist cool. Was sage ich sinken? Nee, ich muss doch noch mal den Controller nehmen. Das muss ich erst noch lernen, wie man da ach Gott, wo war denn Vertical Speed hier? Schauen, was er sagt, wie lange wir dahin fliegen. Das sieht man ja ganz gut. Äh, 14 Minuten. Okay, das ist cool. Mein Spielsound ist wahnsinnig laut hier. Naja, es sieht auch so aus, als wenn es im Spiel auch tatsächlich so ist. Also ich bin ja immer noch relativ neu bei Twitch und fange immer noch an, das alles erst für mich zu entdecken. Berlin Tower Hotel Echo Alpha Tango Frequency Change. Ah, da sehen wir schon die Harfe da hinten. Bremen Approach Hotel Echo Alpha Tango is type 5 miles west of Schoenfeld, 2000 feet. Kann man das sehen? Request flight following. Hotel Echo Alpha Tango Bremen Approach. Okay, also 7554 Echo Alpha Tango. Warum ist dieser Flugplatz interessant, geschichtlich gesehen? Unter anderem, weil ich muss mal warten, bis sie hier fertig sind mit dem Labern. Unter anderem, weil zum Beispiel im Zweiten Weltkrieg Hitler, der ja in Berlin die letzten Kriegsjahre war, ich glaube von 43 an oder so, seine Touren zum Obersalzberg bzw. zur Wolfsschanze nicht vom Tempelhof aus gemacht hat, sondern hier von dieser Platz Clado Gato. Deswegen ist es geschichtlich schon wirklich ganz interessant, wie ich finde. Und ach, jetzt, die hätten eine U nehmen müssen. Eine U-52, mit der sind sie ja damals auch geflogen. Das hätte jetzt richtig gut gepasst. Mir ein bisschen zu spät eingefallen. Aber vielleicht sieht man auch gar nichts mehr. Also bei Wikipedia, wenn man schaut, dann sieht man, dass es da noch einen kleinen Tower gibt und zwei Rollbahnen und ein paar Flugzeuge, ausrangierte, die da rumstehen. Also das ist jetzt vielleicht ein Programm für den nächsten Frühling und für den nächsten Sommer, da mal hinzufahren und da mal einen Tag zu verbringen. Das ist sehr interessant. Und ich habe mir jetzt gemerkt, gegenüber dieser Einbuchtung von der Havel hier, genau auf der gegenüberliegenden Seite ist das. Das heißt, wir sind eigentlich jetzt schon bald da. Es geht schnell. Und ich bin einfach mal gespannt, ob man da noch was sieht von dem Flughafen. Ich könnte ja nochmal vielleicht Wikipedia aufmachen. Genau, also der Flugplatz wurde. Flugbetrieb wurde 1994 eingestellt, aber eigentlich hätte es hier jetzt ja, der wurde 1935 eröffnet als Militärflugplatz. Und wurde schon davor als Segelfluggelände benutzt. Okay. Segelflugschulung und so weiter. Und der Flughafen wurde gebaut für die Aufrüstung der Luftwaffe. Truppenübungsplatz Döberitz ist in der Nähe. Und genau, Adolf Hitler hat ihn persönlich eingeweiht. Die Luftkriegsschule 2. Und ja, sehr interessant. Also geschichtlich klingt wirklich sehr interessant. Und das macht doch Spaß, sowas mit dem Flugsimulator vielleicht zu entdecken. Ich bin mir nur nicht ganz sicher, ob ich das hier mit dem Flightstick schon hinbekomme. Schlimmstenfalls liegt da. Liegt
der Controller bereit. Wir sind mit 2000 eigentlich perfekt, um also mal einmal die Sachen zu überfliegen. Oh, sehr gut. Bin ich mal gespannt. Also Segelflugschule klingt so ein bisschen wie, da könnte auch ein Berg in der Nähe sein. Muss jetzt nicht, aber ja, könnte schon sein, dass da eine etwas eine Erhöhung ist. Ah, ich glaube, ich sehe schon was. Da muss man mal drauf zeigen. Das hier könnte was sein. Schauen wir mal. Ansonsten haben wir den Kurs ja direkt hingesetzt, direkt mit der Nadel drauf. Ich hatte mir auch so ein bisschen vorgenommen, wenn man da was sieht, dass man da vielleicht mal versucht zu landen will. Ja, ich glaube, hier ist die Hafenklinik und so. Das kenne ich auch. Tatsächlich, hier, schaut. Ah, cool. Ich würde jetzt tatsächlich doch mal den Controller nehmen. Oh, viel Trümmerei. Ein altes Flugfeld, ich würde sagen, ja. Ja klar, es ist das. Jupp. Leider nicht so schön herausmodelliert. Aber vielleicht sieht es ja echt auch genauso aus. Mit zwei Runways. Der Taxiway. Rechts. Ich glaube, auf der anderen Seite ist kaputt, ne? Kann das sein? Nee, ist nur noch ein bisschen mehr südlich. So ein bisschen runter. Speed, weil ich wollte mal einen Landeversuch wagen. Ups. Ach komm, jetzt kommen wir komplett falsch rein. Da nochmal über rechts drehen. Mal schauen, ob wir das hier erkennen, wo wir sind. Das könnte ja eigentlich nur über Köln sein, glaube ich, oder? Warte mal. Ne, wir sind ja auf der anderen Seite von der Havel. Das heißt, das ist wahrscheinlich Spandau. Ja. Gute Frage. Ja, ich glaube, das passt. Bisschen mehr einschlagen. Ich habe mir jetzt nicht wirklich gemerkt, wie die Ausrichtung der Landebahn war. Ich dachte erstmal gucken, erstmal vorbeifliegen. Hälfte. Ich hoffe, man kann es sehen. So, Speed raus. Flaps hat man sowieso noch drin. Probieren wir da mal zu landen. Oh, das Trimming ist scheiße. So, besser. Gas raus. Raus, 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 raus. Wahrscheinlich können wir dahin segeln. Was
Was haben wir für eine Höhe? 900. Na, schauen wir mal. Was nehmen wir, links oder rechts? Ich bin für rechts. Das ist jetzt relativ unvorbereitet. Es stehen auch Bäume mitten auf der Runway, okay. So, Engine ist komplett aus. Ein bisschen schnell sind wir noch, aber das passt alles, glaube ich. Wir ziehen einfach mal hoch. So, ich würde mal einmal kurz mal die Showcase-Kamera anmachen. Ah, das sieht eindeutig nach einem Flugfeld aus. Leider ist sowas wie ein Tower nicht mehr zu sehen. Okay. Das scheint jetzt hier, das scheinen hier so die Überreste zu sein. Also mit zwei Runways, dass zwei Flugzeuge gleichzeitig starten und landen können. Hier im kleinen Taxiway. Und ja, was jetzt die richtigen Flughafengebäude sind, das kann man jetzt nicht wirklich hier erkennen. Also, das kann man jetzt nicht wirklich sehen. Okay, aber man findet etwas, was so ausschaut wie, das könnte der Flughafen gewesen sein. Wir sind ein bisschen über die Landebahn hinweggeballert. War ein bisschen zu schnell auch gewesen fürs Landen, aber egal. Okay, da gibt es eine Straße offensichtlich. Hier ist eine Zufahrtsstraße. Das wäre dann für den Sommer ganz interessant. Und hier geht sowieso eine Straße am Ufer lang, wo man, wenn man auch zur Hafenklinik und so will, das kenne ich. Dann müsste man hier einfach einmal rechts abbiegen und dann zum Flughafen. Ist bestimmt gut ausgeschildert. Ah, und hier ist noch eine Straße, oder? Hier ist eine Bahnlinie. Es sieht aus wie eine Bahnlinie. Okay. Also, haben wir gefunden. Voll gut. Leider nicht so spektakulär. Aber gut. Dann wollen wir uns mal wieder auf die Suche machen, wieder zurück. Das heißt, wir versuchen einmal zu drehen. Ach, das kann man jetzt wieder mit dem Flightstick machen. Bremse lösen. Ein bisschen Gas geben. Seitenruder. Oh, da kann man aber vorsichtig sein. Das Gassteuern macht sich natürlich sehr cool mit dem Ding. Ist aber jetzt hier richtig? Man sieht nicht wirklich was. Also ich sehe die linke, sehe ich. Das müsste die linke Runway sein. Okay, let's go. Fliegen wir weiter und landen. Versuch mal Tegel zu finden. Noch ein bisschen Seitenwind von rechts. Hotel Echo Alpha Tango is type 7 miles southwest of Tegel 500 feet. Request flight following. Hotel Echo Alpha Tango Bremen approach. Squawk 5125.
Squawk 5125 Echo Alpha Tango. Echo Alpha Tango radar contact 7 miles southwest of Tejal 700. Right, Tejal. Altimeter 29er, Decimal 92. Ich kann mir vorstellen, dass man über das Olympiastadion Echo Alpha muss, Tango. Um nach Tejal zu kommen. Ungefähr von der Richtung her. Ich sehe es noch nicht. Aber was ich rauskriegen muss, wie man trimmt hier mit dem Stick. Ah! Ich hab's gefunden. Hier ist so ein Rädchen drin und das ist die Trümmung. Das ist natürlich sehr gut. So, sehen wir was wie hier Olympiastadion? Ach ja, genau, vor uns. Da. Und das wird Tempelhof sein. Mal schauen. Es läuft. Auf einmal läuft's. Okay. Ja, das ist Tempelhof. Tegel, Entschuldigung. Tegel. Gas rausnehmen. Ah, man kann hier auch die Sicht einstellen. Das ist natürlich super cool. Also auch am Stick. Das ist sehr cool. Aber irgendwie sah das schon mal besser aus. Das Olympiastadion. Gut, dann drücken wir mal, sagen wir, 4% minus. Das sollte reichen. Zack, zum Sinken, schön Gas rausnehmen. Boah, da fallen wir gleich gut. Hier ist die Zitadelle, Spandau. Schon noch ein bisschen Zeit. Müssen wir rechts beidrehen. Vier Prozent ist fast ein bisschen wenig hier zum Sinken. Wir sind noch auf 1900 irgendwas. Auf so einer Insel wohnen könnte auch cool sein. Ich wollte schon geil sein. Ich wollte einen Mix aus cool und geil machen. Daraus ist entstanden Keil. Ist voll Keil. Also ich muss sagen, es fliegt sich geil mit dem Ding. Mit dem Flight Stick. Velocity One Flight Stick. Gestern erstanden bei, was soll man das sagen? Ist das Werbung? Wahrscheinlich. Ich nehme mal die linke, die ist ein bisschen länger. Also nicht, dass wir das mit dem Ding brauchen, aber wir sind relativ hoch noch und haben relativ viel Speed drauf. So, jetzt drehen wir mal. Okay, das Ding fängt ein bisschen an, sich also vom Boden zu lösen. Man muss ihn, glaube ich, auch richtig festschrauben. Ich nehme mal Speed komplett raus. Okay, jetzt sinken wir mit 5%. Bisschen rechts. Muss man die Höhe jetzt hier ein bisschen abschätzen. Und bremsen war der die Schießentaste vorne. So, das war eigentlich gar nicht so schlecht. Nö. Weiß nicht, super soft, aber ging. Okay. Ja, hier kann man nochmal gucken. Interessant, dass hier doch noch Flugzeuge stehen, obwohl das Ding ja jetzt auch schon ein paar Jahre zu ist. Oh, ich muss aufpassen, dass ich hier nicht gegen Baum fahre. Gucken, wo hier ein Exit ist.
Exit, wo bist du? Hier ist einer. Ganz soft. Ja, Freunde. Also, was haben wir gemacht? Wir haben uns mal geschaut, ob man noch Überreste vom Flugplatz Gato oder Klado sieht. Man sieht im Prinzip nur noch zwei Grasflächen. Man erkennt schon, dass es ein Flugplatz ist, finde ich, und dass es ein Flugplatz war. Und ich finde den halt geschichtlich ganz interessant. Warum habe ich erzählt? Weil unter anderem Hitler kurz vor Ende des Zweiten Weltkrieges da immer nach Berchtesgaden geflogen ist, beziehungsweise in die Wolfschanze. Ich glaube, ab 42, glaube ich, war der in Berlin, oder 43, weiß ich nicht mehr genau. Kann ich mich nicht mehr erinnern. Und er hat ihn auch selber eingeweiht, den Flughafen 1935, deswegen fand ich das eigentlich ganz interessant. Und wie gesagt, das ist ein Flugfeld zu erkennen. Ich werde im nächsten Frühjahr mal hinfahren, vielleicht auch mal ein paar Fotos machen. Und mir das mal in echt angucken, weil da gibt es nämlich auch ein Luftfahrtmuseum. Da stehen auch ein paar ganz interessante Flieger rum. Habe ich schon gesehen. Fotos im Internet könnt ihr euch ja selber anschauen. Ihr googelt einfach Flugplatz Gato. Gustav Anton Theodor Otto Wilhelm. Und ist in der südwestlichen Berlin, oder westlichen Berlin. Ja, südwestlich. Südlich von Starken. Und das war jetzt ganz interessant, auch wenn es jetzt vielleicht nicht so super viel zu sehen gab. Trotzdem danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Und ich überlege, noch eine weitere Idee war ja, abends vielleicht mal sich das Elbsandsteingebirge anzuschauen. Das heißt, in Dresden starten, ein paar Runden über das Elbsandsteingebirge drehen, mal gucken, wie das modelliert ist. Und dann vielleicht in Prag zu landen. Ja, oder Wien. Das wäre auch okay. Dann vielleicht mit einer etwas schnelleren Maschine. Nicht mit sowas hier. Sowas ist die, ist total klasse zum Erkunden, wenn man jetzt ein bisschen Aufklärung machen will. Es hat eine schöne kleine Maschine. Man hat zwei sehr nette Begleiter dabei. Hier. Voll süß. Man kann die leider nicht anklicken. Man denkt so, ne? Wenn man die anklickt, dann bewegt sich die Katze. Nö, die schlafen die ganze Zeit. Und ist tatsächlich ein Dreisitzer, wie man sieht. Ne? Also Pilot, Co-Pilot und da gibt es außen noch jemand. Keine Ahnung, für was das gedacht war. Ob da vielleicht dann außen jemand sitzt, der dann Fotos machen kann. Weil von der Konstruktion her ist es tatsächlich wirklich ein Spionageflieger. Das sage ich jetzt nicht nur so, das ist tatsächlich so. So, dann wollen wir mal schauen, ob wir das Ding auch ausgeschalten bekommen. Ja, 17 Minuten, das ging schnell. Ein sehr kurzes Video. Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Vielleicht bis abends, vielleicht bis heute Abend mal. Vielleicht bis heute Abend, dann in der Nähe von Dresden. Das kann auch schön werden. Also, tschüss.